Alles klar, danke dir. Vorweg, wer von euch mag einen Kaffee? Ich brauche mal ein Handzeichen. Keine Angst, wer Tee trinkt, ist natürlich auch in Ordnung. Wer von euch würde sagen, dass er, also würde sich selber als kreativ bezeichnen? Okay, doch relativ viel. Sehr gut. Es geht nämlich heute um den kreativsten Ort in Gießen, so haben wir unsere Lecture genannt. Das ist natürlich ein mutiges Statement. Der Makerspace stellt sich vor, und das ist natürlich Quatsch, Raum kann sich nicht vorstellen. Wir stellen uns vor, das ist einmal der Nils, der sitzt hier, und ich bin der Johannes. Fairerweise, das Foto ist schon ein bisschen älter, aber man wurde gesagt, wir sehen jünger aus mittlerweile, keine Ahnung. Und das ist unser 3D-Drucker, um den geht es heute auch mehr oder weniger. Und wir haben den Magie, also kurz für Makerspace Gießen, gegründet. Jetzt kann sich fragen, okay, was ist ein Makerspace? Ein Makerspace ist eine offene Werkstatt, in dem ganz viele handwerkliche Sachen möglich sind, ganz viele Technologien vorhanden sind, von traditionell, da kann ich was schnitzen, bis hin zu, ich kann irgendwie ein KI-Projekt umsetzen. Und genauso einen Makerspace haben wir in Gießen aufgemacht. Allerdings gibt es Makerspaces auf der ganzen Welt, also nicht nur in Gießen, mittlerweile auch in Deutschland, eine wachsende Zahl an Makerspaces. Ich habe vor ein paar Tagen nachgeguckt, es sind mittlerweile so um die 350, wie gesagt, Tendenz steigend. Es gibt keine einheitliche Definition, also es sind alles offene Werkstätten, man kann da verschiedene Sachen machen, unterschiedliche Leute kommen zusammen, es gibt unterschiedliche Technologien und was unseren Makerspace ausmacht, das erzählen wir euch heute. Und zwar, wir sind eine Werkstatt für alle. Und das ist wirklich so gemeint, wir sind für alle offen. Ne? Studierende, Kinder, Rentnerinnen und Rentner, alles dazwischen, egal wo ihr herkommt, was ihr wisst. Wir sind wirklich für alle da, offen für die Gesellschaft, ein Makerspace für alle Bürgerinnen und Bürger. Ganz wichtig, wir sind ein Ort zum Lernen. Das heißt, man kann bei uns ganz viele verschiedene Sachen lernen, verschiedene Technologien. Man kann aber nicht nur Dinge, also Technologien kennenlernen, man kann auch Menschen kennenlernen. Wir sind nämlich auch ein Begegnungsort, das ist auch ganz wichtig. Und unsere Angebote und der Zugang ist niederschwellig, also sehr einfach erreichbar und kostenlos. Kostenlos? Wie funktioniert das? Das heißt, ihr könnt in die Werkstatt kommen, ihr müsst keinen Eintritt zahlen, ihr müsst nichts für die Maschinen zahlen, ihr könnt kostenlose Kurse belegen. Berechtigte Frage, wie funktioniert das? Dafür haben der Nils und ich eine gemeinnützige GmbH gegründet, die Fluxwerk GmbH. Hier steht noch unser alter Firmenname. Und alleine würden wir es natürlich nicht schaffen. Wir haben uns starke Kooperationspartner gesucht. Und zwar einmal das Technologie- und Innovationszentrum, die Technische Hochschule und auch die Justus-Liebig-Universität. Und gemeinsam mit den Partnern und noch vielen Sponsoren und anderen UnterstützerInnen setzen wir den Makerspace um und können so alle unsere Angebote kostenfrei für euch und natürlich auch für alle anderen Menschen zur Verfügung stellen. So, jetzt haben wir gesagt, okay, kreativster Ort Gießens, was soll denn das überhaupt sein? Kreativ, was ist überhaupt kreativ? Das ist immer so, ich erinnere mich an meine Uni-Zeit, da muss ich erstmal immer irgendwie alle Begriffe definieren, kommt vom Lateinischen, dies, das. Wir gucken uns Kreativität an. Warum behaupten wir das? Wir haben hier einen Ziegelstein und ein Ziegelstein ist für eine Aufgabe gemacht und zwar zum Mauern. Ich kann einen Ziegelstein aber natürlich auch zweckentfremden und kann sagen, ich stelle mir den auf den Schreibtisch, pack da Stifte rein. Ich kann damit die Tür aufhalten, ich kann damit einen Stapel Blätter beschweren, damit die nicht wegwehen. Ich kann mir verschiedene Sachen ausdenken, ich kann kreativ werden, wie ich abseits der eigentlichen Funktion den Ziegelstein einsetze. Und das nennt man auch laterales Denken. Ich habe ein bisschen Wissen mitgebracht, das ist eine Lecture. Genau, ich bin übrigens Psychologe, deswegen habe ich das mal ursprünglich gelernt. Der Edward de Bono hat diesen Begriff geprägt in den 60er Jahren. Wie gesagt, laterales Denken, lateral, man denkt abseits der eigentlichen ausgetretenen Pfade. Wenn man dafür einen deutschen Begriff will, kann man auch Querdenken sagen. Ist nicht mehr so positiv besetzt, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, Querdenken wieder mit Kreativität zu verbinden und ja, wieder dem eine ganze positive Message zu verleihen. So. Jetzt ist es der kreativste Ort. Kreativität ist klar, okay, wir sind kreativ, wir verbinden viele Sachen, wir sind innovativ. Kann ein Ort kreativ sein? Natürlich nicht. Ne? Wir Menschen sind kreativ, aber man kann eine kreative Atmosphäre schaffen, um ja, den Menschen zu ermöglichen, kreativ zu werden. Ihr habt jetzt alle gesagt, ihr seid kreativ, wunderbar, dann könnt ihr es auch bei uns sein.
Aber vielleicht hilft es auch manchen, eine Atmosphäre zu schaffen, um nochmal ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Und dafür haben der Nils und ich uns ein paar Zutaten überlegt, um wirklich so eine kreative Atmosphäre zu schaffen. Und die gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar, ganz wichtig, wir versuchen, viele unterschiedliche Menschen an einem Ort zu versammeln. Wir hatten es jetzt gerade, Ziegelstein, was hat das jetzt mit Ziegelstein zu tun? Ja, wir haben jetzt eine Bauingenieurin, die hat einen Ziegelstein und wir haben einen Künstler, der hat Stifte und zusammen kommen die auf den Stiftehalter. Alleine würde die eine Person malen, die andere würde eine Mauer machen. Und wie gesagt, wenn wir die zwei Sachen verbinden, entstehen neue kreative Sachen. Also je mehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, Hintergründe, Wissen, Alter, völlig egal, da kann es nur kreativ werden. Das heißt wichtig, viele unterschiedliche Menschen an einem Ort, das ist schon ein Garant für kreative Atmosphäre. Ich habe mal so einen kleinen Auszug mitgebracht, was gibt es so für Menschen bei uns vor Ort. Also es ist jede Werkstattzeit ist das anders. Hier mal ein paar Beispiele. Wir haben die 89-jährige Dame, die mit dem 3D-Drucker einen Schlüsselanhänger druckt, in Form von Kleeblättern für ihre Enkel. Ich glaube, es war irgendwie zu einer Klausur oder so, so als Glücksbringer. Wir haben eine Gruppe von Studierenden, die einen Raketenfallschirm nähen, von Luftraumfahrt-Studierende. Wir haben Bene, 14-jähriger Praktikant bei uns, Schülerpraktikant, der wie ein Virtuose Harfe spielen kann, aber auch programmieren kann, ganz wichtig. Genau, hat bei uns viele Sachen gemacht. Wir haben Joel, der hat eine Zellflasche entwickelt. Die kann man nur mit dem 3D-Drucker herstellen. Die hat eine unendlich große Oberfläche und so kann man auf sehr kleinem Raum sehr, sehr viele Zellen züchten. Wichtig fürs Labor. Und wir haben Leute, die nähen vielleicht eine Hose, die kaputt gegangen ist. Das ist meistens Nils und ich. Wir machen weniger Zellflasche, wir machen mehr Hose, wir fahren gerne Fahrrad, machen gerne Ausfallschritte und deswegen müssen wir ab und zu an die Nähmaschine. So, das sind ganz viele unterschiedliche Menschen, da kann es nur kreativ werden. Was auch wichtig ist, ist das Umfeld. Ja, wir haben jetzt alle Leute an einem Ort, jetzt brauchen wir noch viele Möglichkeiten. Wir brauchen ein reiches Umfeld, damit, wie gesagt, unsere Kreativität angeregt wird. Ich habe mal ein kleines Wimmelbild mitgebracht, was es so bei uns gibt. Es ist ein Auszug, es gibt noch mehr, aber wir haben 3D-Drucker, wir haben eine digitale Stickmaschine, wir haben Lasercutter. Wir haben 3D-Scanner, Oszilloskop, hier Virtual-Reality-Brille, CNC-Fräse, Nähmaschine, Labornetzteil. Also wirklich eine ganz große Bandbreite an Maschinen und Werkzeuge, die ihr alle bei uns nutzen könnt. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie nutzen könnt, macht ihr einen entsprechenden Kurs bei uns. Kostenfrei. Wir haben viele Menschen, wir haben viele Möglichkeiten. Und was auch noch wichtig ist, ist eine angstfreie Atmosphäre zu gestalten, also dass man keine Berührungsängste hat, dass man sich auch traut, zu uns zu kommen, auch wenn man noch kein Vorwissen hat, auch wenn einem vielleicht eingeredet wurde, Mathe ist nix oder ich kann nicht mit Technik, völlig Bums. Bei uns sind alle willkommen, jeder kann was lernen und wir entscheiden uns auch für keinen Druck. Manchmal hilft Druck dabei, auch kreativ zu werden. Wir haben uns für den anderen Weg entschieden, man kann auch ohne Druck kreativ sein. Das sind unsere drei Hauptzutaten, um wirklich eine kreative Atmosphäre zu schaffen. Also Ängste nehmen und den Druck rausnehmen, versuchen wir so umzusetzen, dass man wirklich bei uns kein Vorwissen braucht. Also ich habe es schon gerade so ein bisschen angeteasert, ihr könnt jeden Kurs bei uns machen, sei es 3D-Druck, KI-Einführungskurs, Programmierung, Mikroelektronik. Ihr braucht kein Vorwissen, ihr müsst einfach nur vorbeikommen, ihr braucht ein bisschen Neugier und dann geht's los. Wir fällen keine Urteile, das heißt, ihr seid völlig frei in den Projekten, die ihr bei uns macht. Es ist ein Privatprojekt, eine Spielfigur, es ist ein krasser technischer Prototyp, es ist einfach ein Geburtstagsgeschenk, völlig egal. Bei uns geht es darum, die Maschinen zu nutzen, andere Menschen kennenzulernen, sich gegenseitig auszutauschen. Und was das eigentliche Objekt ist, das euch dazu animiert, dann eine Maschine zu nutzen, ist völlig egal. Ihr lernt alle dann 3D-Drucken, Laserkarten, was ich damit mache, ist egal. Wie gesagt, jeder braucht seine eigene Motivation, das ist ganz, bei uns ganz wichtig und wir beurteilen das nicht, außer Waffen. Aber das ist eine selbstverständliche Ausnahme. Dann haben wir uns dazu entschieden, alle Angebote kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Geld wird oft mit Leistungsdruck in Zusammenhang gebracht. Und das ist auch richtig, ne? Wenn was kostet, dann darf ich mir vielleicht nicht so viel Fehler erlauben. Ich habe vielleicht nicht so einen großen Spielraum. Und deswegen haben wir uns darum gekümmert, alle Angebote kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, mit Partnernetzwerk, mit Sponsoren, mit Förderanträgen. Einfach, dass man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, dass man sehr risikofrei Sachen ausprobieren kann. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, dass unser Angebot für Menschen offen ist, die kein Geld haben. Wir haben öfter mal Arbeitssuchende da, wir haben Schüler und Schüler da. Ne? Kein Geld soll nicht der Hinderungsgrund sein, dass man bei uns kreativ wird. Jeder Mensch hat bei uns das Recht, kreativ zu werden und Sachen umzusetzen.
kein Projekt, kein Problem. Das heißt, ihr könnt konkret mit einem Projekt zu uns kommen, ihr könnt aber einfach nur vorbeikommen, um euch mal die Werkstatt anzuschauen. Ich hatte von Anfang an gesagt, okay, wir sind auch ein Begegnungsraum, das ist wichtig, man kann bei uns einen Kaffee trinken. Wir haben zurzeit immer eine Malerin da, die malt ein Bild, wir haben manchmal Schüler da, die machen Hausaufgaben, manche Leute setzen sich nur hin mit dem Laptop und arbeiten was. Völlig egal, wir sind auch ein Begegnungsort. Auch wichtig, die Leute können zu uns kommen, wie gesagt, kein Eintritt, keine Anmeldung, das ist einfach ein Ort, der lebt, da kann man zusammengehen und kommen und wenn man möchte, kann man natürlich in die Werkstatt gehen, das ist gar kein Problem. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, auch wenn ihr noch kein konkretes Projekt habt oder wenn ihr sagt, okay, 3D-Druck hört sich interessant an, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Einfach mal vorbeikommen. So, ich fasse nochmal zusammen. Viele unterschiedliche Menschen an einem Ort, ganz, ganz wichtig. Viele Möglichkeiten, ihr könnt wirklich extrem viel Sachen bei uns machen und ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr sagt, okay, ihr kennt euch technisch noch nicht aus, einfach reinschneiden. Nils und ich sind auch Autodidakten. Wir kommen nicht aus dem technischen Bereich. Ich habe schon gesagt, ich bin eigentlich Psychologe. Nils ist Umweltmanager. Wir haben uns das alles auch selber beigebracht. Aber nicht, weil wir so krasse Typen sind, sondern weil es mittlerweile sehr einfach ist. Man hat einen guten Zugang zu verschiedensten Tutorials im Internet. Es gibt so viele Anleitungen. Es gibt eine riesen Community weltweit, diese Open-Source-Community, die Wissen teilt, sich miteinander austauscht. Und mit einer Motivation war einfach von uns zu sagen, okay, wir lernen einfach selber gerne Dinge. Es ist einfach immer spannend. Es macht das Leben einfach besser, wenn man sich da weiterentwickeln kann und Sachen machen kann. Und oft fehlt dann eben aber noch so ein Raum. Man hat irgendwie so 10 Tabs offen mit YouTube-Tutorials und dann weiß ich aber nicht, wo ich das machen soll. Und genau dann kommt ihr zu uns. So. Und das alles an einem Ort und deswegen der kreativste Ort in Gießen. Also nicht der Ort macht's kreativ, sondern die Menschen. Deswegen kommt vorbei, seid kreativ oder lasst euch kreativ inspirieren. Ich habe noch mal ein paar Eindrücke mitgebracht. So sieht das zum Beispiel bei unserem Veranstaltungsraum aus, wenn hier eine Veranstaltung, Workshop ist. Wir haben da hinten so eine kleine Kaffeebar. Wie gesagt, da könnt ihr euch einen Kaffee nehmen. Hohe Fenster, hell, viel aus Holz, riecht nach Holz. Wird uns zumindest immer gesagt, wir riechen es nicht mehr, aber manchmal sägen wir einfach mal einen Ast ab, dann passt das wieder. So sieht es abends zum Beispiel aus, wenn eine Veranstaltung ist. Heute Abend ist zum Beispiel wieder ein Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Da ist dann alles festlich beleuchtet, da kann man reinkommen und sich da ja, irgendwie inspirieren lassen, sich Wissen abholen, sich mit anderen Leuten austauschen. Ich habe nochmal ein Bild von der Werkstatt mitgebracht. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier eine Fräse, eine Nähmaschine, da sitzt jemand, der näht, da ein paar Leute an den PCs, vorne beim 3D-Drucker. Da ist immer so ein Gewusel. Lohnt sich auch regelmäßig vorbeizukommen. Wir bauen ständig um, räumen um, haben neue Sachen. Das heißt, der Ort lebt auch wirklich. Da kann man öfter gerne mal vorbeikommen, einfach um auch zu gucken, was es Neues gibt, der so gerade da ist. Und wie gesagt, ich hatte schon, wenn kein Projekt, kein Problem. Wir haben auch eine Ausstellung, die ist gleich am Eingang. Das ist auch mit die Strategie, den Leuten die Ängste zu nehmen. Ihr kennt es vielleicht, man kommt in die Werkstatt, alle sind am Arbeiten. Man weiß noch gar nicht, wo man hingehört. Und deswegen kann man bei uns so reingleiten. Man kann erstmal im Ausstellungsbereich sich umschauen und dann weiter hinter zur Werkstatt gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier haben wir zum Beispiel Ausstellungsstücke zum Thema Augmented Reality. Da gibt es was zum Thema 3D-Druck und 3D-Scan. Gibt es verschiedene Sachen. Wo findet ihr uns? In der Waldhorststraße, da fehlt die Hausnummer, 57. Wem das nicht sagt, dem sagt vielleicht das Dönerdreieck was. Wir sind 5 Minuten vom Dönerdreieck entfernt. Wir haben auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, immer bis in die Abendstunden. Am besten guckt ihr einmal bei uns auf der Website. Wenn ihr irgendwie sagt, okay, ihr wollt es euch mal anschauen, da fehlt die Hälfte. Egal. Makerspace-gießen.de. Ihr googelt einfach Makerspace oder 3D-Druck Gießen oder sowas. Wir sind der erste Treffer. Klickt ihr drauf. Auf der Website findet ihr alles. Da findet ihr das Kursangebot, die Öffnungszeiten, einen Kalender. Da könnt ihr euch einfach umschauen, was gerade so aktuell ist. So. Zusammenfassend, immer ja ganz wichtig, ihr habt auf jeden Fall gelernt, was ein Makerspace ist. Offene Werkstatt, viele Maschinen, können viele Leute was lernen. Unterschiedliche Leute gibt es auf der ganzen Welt, 350 in Deutschland. Gibt es auch in Gießen? In Gießen ist alles kostenfrei, mega krass. Dann, was ist laterales Denken? Wir denken neben den ausgetretenen Pfaden. Das ist praktisch so der Kern der Kreativität. Unterschiedliche Menschen zusammenbringen, unterschiedliche Perspektiven zusammenkriegen, dann wird es kreativ. Und ihr habt gehört, was wir für Anstrengungen unternehmen, um einen Ort kreativ zu machen oder um eine kreative Atmosphäre zu schaffen. Viele unterschiedliche Menschen, viele Möglichkeiten und das Ganze ohne Angst und ohne Druck. Das ist der Makerspace Gießen. Wenn ihr einen Einblick möchtet, folgt uns gerne auf Instagram. Wir begleiten immer den ganzen Kram ein bisschen.
manchmal mehr oder weniger lustig, das müsst ihr entscheiden. Aber wenn ihr da seid, verlinkt uns gerne. Wie gesagt, der Ort ist nur kreativ, weil Menschen da sind und je mehr Leute vom Makerspace erfahren, desto kreativer wird es und ihr könnt da auch euren Beitrag leisten. Wenn ihr einfach vorbeikommt, erzählt anderen Leuten davon. Und das war's jetzt mit meiner Coffee Lecture. Ich stehe jetzt bereit für Fragen, während ich einen Schluck Kaffee trinke.